Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Sarah Wagenknecht hat ja vor kurzem auf ihrem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, in dem sie einige Punkte aus dem Konjunkturpaket anspricht. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Punkte sie dabei besonders bewegen. Mit vielen Punkten habe ich mich ja schon in vergangenen Wochenschauen auseinandergesetzt. Ich will heute auf einen speziellen Aspekt eingehen, der mir wichtig scheint und wo ich finde, dass da ja wieder mal die Regierung einer Mode hinterherläuft, die am Ende dazu führt, dass Geld nicht da eingesetzt wird, wo es wirklich nützlich ist. Und zwar meine ich, dass ja ein Punkt im Konjunkturpaket darin besteht, dass wir jetzt noch mehr Geld dafür ausgeben, E-Mobilität zu subventionieren. Ja, also Frau Wagenknecht ist der Meinung, es ist ein Irrtum, die Bundesregierung würde einem Trend hinterherlaufen und es wäre falsch, die E-Mobilität weiter zu subventionieren. Schauen wir uns doch mal genauer an, mit welchen Begründungen sie das Ganze untermauert. Und vorab sei gesagt, wir werden hier keine politische Richtung einnehmen, wir werden keine Parteien verunglimpfen oder besser darstellen, sondern es geht hier einzig und allein um die Fakten, die Frau Wagenknecht in ihrem Video bringt und die werden wir überprüfen. Verlieren wir keine Zeit, schauen wir einfach rein. Konjunkturpolitisch muss man sagen, bringt dieser Zuschuss schon mal gar nichts, weil die Wartelisten sind lang, also wer sich ein E-Auto kaufen möchte, der wartet. Das ist soweit erstmal richtig. Wer sich ein E-Auto kaufen möchte, der wartet. Damit spricht sie aber deutlich die Person an, die bereits ein E-Auto kaufen wollen. Die Innovationsprämie wiederum soll aber unter anderem auch unentschlossene Käufer animieren. Sie soll auch Menschen animieren, die sagen, ich möchte ganz gerne ein E-Auto kaufen, kann mir aber den höheren Anschaffungspreis noch nicht leisten, weil es ist halt einfach noch eine neue Technik, die in gewissen Bereichen einfach noch relativ teuer ist. Industriepolitisch bringt es auch nichts, weil von den 830.000 Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie eben viele tatsächlich vor allem in den Zulieferbetrieben an den Bauteilen hängen, die es in einem E-Auto gar nicht gibt. Prinzipiell hat Frau Wagenknecht da natürlich erstmal recht. Die Autoindustrie ist eine wichtige Industrie für Deutschland und sie sichert mitunter diesen Industriestandort und auch unseren Wohlstand. Man muss aber auch ganz klar sagen, wie lange wird das denn noch so sein? Wie lange wollen wir denn noch zuschauen, wie der Chinese ein Start-up nach dem anderen gründet, eine Entwicklungs- und Forschungsrevolution nach der nächsten auf den Markt wirft und wie lange wollen wir zuschauen, wie der Amerikaner ein Produkt nach dem anderen nach vorne bringt und Marktführer wird. Wenn wir wirklich wollen, wenn uns wirklich viel daran gelegen ist, den Industriestandort und den Wohlstandsstandort Deutschland weiter zu erhalten, dann sollte uns auch viel daran gelegen sein, in Zukunftstechnologien zu investieren und diese mit zu bekleiden. Und nicht einfach nur auf dem Status quo zu beharren. Nun ist das alles sicherlich noch kein Argument, wenn es sich wirklich um eine umweltfreundliche, klimaneutrale Technologie handeln würde. Weil wir haben ja wirklich ein Problem. Wir haben immer mehr Verkehr auf den Straßen, immer mehr Autos, immer mehr LKWs und insgesamt sind dadurch natürlich auch immer mehr Emissionen in der Luft, auch immer mehr Schadstoffe. Da gebe ich Frau Wagenknecht uneingeschränkt natürlich recht. Dann schauen wir doch mal, ob das so eine saubere Technologie ist. Und wo ein Problem ist, muss man Lösungen suchen. Ist die E-Mobilität die große Lösung hin zu einem emissionsfreien, umweltfreundlichen, leisen Verkehr, der unsere Innenstädte verbessert, der uns insgesamt zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft verhilft? Naja, jetzt haben Sie ja schon ganz viele Punkte angebracht. Jetzt spannen Sie mich nicht weiter auf die Folter, sondern sagen mal, wie Sie dazu stehen. Und das ist theoretisch sogar denkbar, wenn man nämlich zum Beispiel sehr kleine E-Autos bauen würde, die zum Beispiel im Stadtverkehr dann einsetzbar sind. Und wenn man einen Strom hätte, der vollständig aus grünen, aus regenerativen Energieträgern kommt. Aber Theorie und Realität liegen weit auseinander. Weil in der Realität werden nicht kleine, relativ leichte Autos produziert mit geringen Reichweiten. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass sie wirklich umweltfreundlich wären, weil dann die Batterie auch klein ist. In der Realität werden vor allem große Autos produziert, schwere Autos, Autos mit großen Reichweiten. Das verwundert mich jetzt doch ein bisschen. Dann schauen wir doch mal auf die Zulassungszahlen. Und wenn ich mir die Zulassungszahlen so anschaue,
dann sehe ich da auch den ein oder anderen großen, ich sag mal, schweren SUV drinne. Ich möchte ihn jetzt gar nicht bewerten, aber wenn ich mir die Zahlen dahinter so anschaue, dann sehe ich ganz deutlich, dass gerade die kleinen Fahrzeuge, die Fahrzeuge mit den geringeren Reichweiten, doch eher mehr sind und auf dem Vormarsch sind als die großen. Also, ich weiß nicht, wovon sie da spricht. Und wir haben auch nicht einen Strommix aus regenerativen Energien, sondern wir haben natürlich immer noch mehr als die Hälfte unseres Stroms kommt aus fossilen Brennstoffen. Also hier muss ich mich doch sehr wundern. Wie kann Sarah Wagenknecht denn hier eine Grafik einblenden, die von 2018 ist? Permanent werden erneuerbare Energien zugebaut und eine Grafik von 2018 ist Mitte 2020 einfach überhaupt nicht mehr State of the Art. Wir müssen festhalten, dass wir im ersten Halbjahr 2020 bereits über 50%, und ich blende hier mal eine aktuelle Grafik ein, über 50% erneuerbare Energien im Netz haben. Das ist durch wesentlich besser als das, was dort gezeigt wird. Und gerade wenn der Stromverbrauch massiv ansteigen würde, was ja durch eine größere Zahl von E-Autos verursacht würde, wäre es aktuell vor allem der Kohlestrom, der hochgefahren würde. Das Hauptproblem hier ist das gleiche wie in der letzten Studie des Kieler Instituts. Hier wird der Ist-Zustand, also die Gegenwart, mit der Zukunft verglichen. Man geht davon aus, dass wir jetzt beispielsweise 50% erneuerbare Energien haben und dass, wenn immer mehr Elektroautos dazukommen, dann auch der Strombedarf steigt. Und wenn der Strombedarf steigt, ist die Frage, welche Energieformen sind in der Lage, hochgefahren zu werden. Das heißt also, mehr Strom zu liefern. Und da ist es oftmals so, dass es halt eben nur die Kohle ist, die mal eben hochgefahren werden kann. Da kann man mal eben nachfeuern. Da ist aber ein Denkfehler drin. Denn genauso lang, wie die Hersteller brauchen, um Elektroautos zu produzieren, um diese auszuliefern und so weiter und so fort, genauso lange brauchen auch die erneuerbaren Energien, um weiter zugebaut zu werden. Und Frau Wagenknecht hat es ja eingehend selber gesagt, die Wartelisten sind lang. Also es ist ja nicht so, dass morgen irgendwo ein Tor aufgeht und 40 Millionen E-Autos aus dem Werk rausfallen. Da muss ich mich doch schon sehr wundern. Zu all diesen Behauptungen und meinen Gegenstimmen habe ich übrigens unten links in der Videobeschreibung reingepackt. Hierzu gibt es eine Antwort vom Fraunhofer Institut. Die haben das super erklärt. Besser könnte ich es nicht machen. Schaut gerne da rein. Machen wir mal weiter. Das ist die aktuelle Situation in Deutschland und es wird zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre wahrscheinlich noch die Situation bleiben, wenn man nicht massiv in Speichertechnologie und auch in Forschung investiert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, das ist die aktuelle Situation und es wird sie die nächsten 10, 15 Jahre auch noch bleiben, wenn wir nicht massiv in Speicher, in Forschung investieren. Natürlich müssen wir in Speicher und Forschung investieren und natürlich müssen wir auch stationäre Speicher zubauen. Doch warum hat dann Frau Wagenknecht etwas gegen die Elektromobilität? Denn die Elektromobilität ist ja eigentlich genau das. Elektroautos können technisch bereits heute als mobile Speicher dienen. Wenn man sie an einen Ladepunkt anschließt, auch wenn sie eben nicht geladen werden müssen, können tagsüber die ganzen Überschussströme eingeladen werden ins Auto und wenn man sie abends anschließt, können diese wieder entladen werden mit dem sogenannten bidirektionalen Laden oder auch Vehicle to Grid. Diese Techniken sind entwickelt, sie sind da, sie hinken vielleicht noch an der einen oder anderen steuerlichen Verordnung, wie man das Ganze abrechnen soll, aber die Speicher wären da. Natürlich brauchen wir zusätzlich noch stationäre Speicher, aber wir bräuchten weitaus weniger stationäre Speicher, weil wir ja ganz viele schon auf den Straßen haben. Und die Produktion eines Elektroautos ist wesentlich umweltfeindlicher und klimafeindlicher als die eines normalen Verbrenners. Sie erzeugt nämlich zwischen 3 und 5 Tonnen mehr CO2. Prinzipiell emittiert die Produktion eines Elektroautos mehr CO2 als die eines Verbrenners, das ist richtig. Doch die genannten 3 bis 5 Tonnen sind nur die Emission eines Akkus. Die Höhe dessen ist aber abhängig davon, wo und mit welchem Strommix dieser hergestellt wird. Das darf man immer nicht vergessen. Es ist ein Unterschied, ob der Akku in China irgendwo hergestellt wurde oder ob er vielleicht in Mitteleuropa hergestellt wurde oder in Amerika mit beispielsweise erneuerbaren Energien. Dazu fallen dann aber auch wieder die Produktion derer Bauteile weg, die Frau Wagenknecht eben eingehend erwähnt hat, die ein Elektroauto zum Beispiel gar nicht besitzt. Und die müssen auch wieder gegengerechnet werden.
selbst wenn wir komplett Ökostrom hätten, würden Modelle wie die von Tesla mindestens 75.000 Kilometer fahren müssen, ehe sie mit einem vergleichbaren Benziner gleichziehen in der Umweltbilanz. So, und wenn wir sie aber vergleichen mit zum Beispiel Dieselautos und mit kleineren Autos mit Verbrennungsmotor, dann sind wir schnell bei 100.000 Kilometer oder auch bei 120.000 Kilometer. Also ich verstehe nicht ganz, wo diese Diskussion hingehen soll, denn wenigstens laut Ihrer Rechnung, wenigstens erreicht ein Elektroauto bei 75.000 oder 100.000 Kilometern den Break-Even. Tatsächlich ist es aber so, kann man es immer bei solchen Aussagen schwer nachvollziehen, denn wir wissen nicht, wovon Frau Wagenknecht da spricht. Spricht sie von einem Tesla Model S mit 100 Kilowattstunden Batterie oder von einem Model 3 mit 50 Kilowattstunden Batterie? Wir wissen es nicht. Das liegt aber daran, dass meist die Vorkette der Benzin- und Dieselproduktion nicht ausreichend mit berücksichtigt wird. Das heißt also wirklich vom Bohrloch, von der Förderung des Öls, die Energie und die Ausstöße in der Raffinerie, der Transport, die Bereitstellung und so weiter und so fort. Also quasi wirklich vom Bohrloch zum Rad. Das wird oft nicht ausreichend berücksichtigt und deshalb kommen so hohe Zahlen zustande. Aber dann kommt noch die Frage, warum müssen wir immer einen Tesla mit einem kleinen Dieselfahrzeug vergleichen? Wir haben doch bereits gesehen, auch in den Zulassungszahlen, dass wir genügend kleine Elektrofahrzeuge haben, die sich super mit kleinen Dieselfahrzeugen oder kleinen Benzinern vergleichen lassen. Also warum möchte man einen großen, schweren Mittelklasse- oder Oberklassewagen mit einem Kleinwagen vergleichen? Das erschließt sich mir nicht. Gucken wir uns doch mal an, was in so einer Batterie drin ist. Da braucht man sehr viele Rohstoffe, die in diesem Ausmaß in anderen Autos nicht verbaut werden. Sehr viel mehr Kobalt, sehr viel mehr Lithium, sehr viel mehr seltene Erden. Lithium ist ein Rohstoff, der vor allem in sehr hohen Regionen abgebaut wird. Die berühmten Salzseen, die trockengelegt werden mit einem enormen Wasserbedarf. Damit verödet man ganze Landschaften. Also erstmal, Frau Wagenknecht, Lithium wird zu einem Großteil aktuell im Bergbau in Australien gewonnen und nicht nur in den Salzseen. Denn natürlich zeigen Sie hier im Kern einen existierenden Missstand auf. Sie reduzieren das aber auf eine ganz verkürzte Darstellung und verweigern dabei die Nennung, dass ein Großteil, wie gesagt, eben nicht aus Chile und Argentinien kommt. Dass zum Beispiel nur 34% des weltweiten Lithiums für E-Autos verwendet wird. Und dass der genauso viel wie für E-Autos auch für Handys, Laptops und PCs verwendet wird. Diese riesigen Salzbecken existieren nicht nur wegen der Elektromobilität, sondern sie existieren seit 1996. Seitdem wird dort nämlich Kaliumchlorid abgebaut und Lithium war lange nur ein Nebenprodukt. Inzwischen hat sich das natürlich umgekehrt, ja, aber diese Salzseen sind sicherlich kein Problem der Elektromobilität. Sie sind ein gesellschaftliches Problem. Und wenn die Elektromobilität dafür gesorgt hat, dass wir uns diesem Problem annehmen und dass wir uns damit kritisch auseinandersetzen, dann hat die Elektromobilität einen guten Job getan. Und ganz genau erklärt es der Jens vom Kanal Move Electric. Den habe ich mal sowohl unten in den Shownotes als auch oben in der Infocard mal verlinkt. Können Sie gerne nachschauen. Der hat sich nämlich mal die Mühe gemacht und hat sich das ganz genau angeschaut. Kobalt wird in Staaten wie dem Kongo gefördert unter wirklich unsäglichen sozialen Rahmenbedingungen. Und auch da mit sehr viel Abwasser, mit krebserregenden Substanzen, die dann die Menschen dort teilweise umbringen. Das soll grün sein? Das ist schon sehr plakativ, wie Sie da Ihre Frage stellen. Denn was das Thema Kobalt angeht, Kobalt ist ein Edelmetall, das unsere Gesellschaft schon seit, ich glaube, über 100 Jahren begleitet. Und ja, die Fördermengen vor 15 Jahren waren vielleicht ein Viertel von den heutigen Fördermengen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es die Elektromobilität ist, die die Akkuforschung so dermaßen vorangetrieben hat, dass kürzlich erst Tesla es war, die bekannt gaben, dass die aktuelle Akkugeneration ihres Model 3 der Kobaltanteil von 13 auf 2,8% gesenkt werden konnte. Und eben wegen dieser schlechten Förderbedingungen beziehen beispielsweise Tesla und BMW ihren Kobalt nicht aus dem Kongo. Denn nur die Hälfte des weltweiten Kobalts kommt eben aus dem Kongo. Weiter wird Kobalt für Färbemittel, Hochleistungsstahllegierungen, Plastik, Emaille, Keramik, Glas, Textilien, Magnete, für Katalysatoren, Futtermittel, Seife, Reifen und sogar Benzin verwendet. Benzin? Ja, denn mit Kobalt wird Benzin entschwefelt.
Wenn Sie da genaueres wissen wollen, auch dazu hat der Jens vom Kanal Move Electric ein sehr schönes langes Video gemacht, in dem er alles detailliert erklärt, ist ebenfalls verlinkt. In einer normalen Lithium-Ionen-Batterie werden 1,5 Kilogramm seltene Erden verarbeitet. Also ich weiß ja nicht, wo Sie diese Informationen her haben, aber die ist ja absoluter Käse. In der Batterie sind keine seltenen Erden enthalten. Seltene Erden kommen, wenn dann überhaupt, nur im Elektromotor des Elektroautos vor. Und dort auch nur in permanent erregten Synchronmotoren. Asynchronmotoren, wie sie beispielsweise in Teslas Model S oder Model X verbaut werden, dort kommen keine seltenen Erden vor. Seltene Erden werden aber ebenso für den Bau von Windkraftanlagen oder Lenkwaffen benötigt. Seltene Erden werden genauso für ein Brennstoffzellenfahrzeug verwendet. Aber überlegen wir doch mal, man hört immer seltene Erden. Was sind denn seltene Erden überhaupt? Der Begriff seltene Erden ist eine Wortkürzung für Metalle der seltenen Erden. Dieser Begriff ist heute eigentlich obsolet. Denn als diese Metalle entdeckt wurden, konnten sie zuerst nur in seltenen Mineralien gefunden und nur in oxidischen Formen, damals Erden genannt, isoliert werden. Heutzutage lassen sie sich hochrein gewinnen und sind vielerorts in der Erdkruste zu finden. Der Name aber ist geblieben. Weitere Bezeichnungen zum Beispiel sind seltene Erdmetalle oder seltene Erdenelemente. Ja, aber so selten sind die tatsächlich gar nicht. Bei der Gewinnung einer Tonne seltener Erden entstehen bis zu 75 Tonnen säurehaltige Abwasser. Es gibt in China ganze Gegenden, die sind verödet und zerstört durch diese säurehaltigen Abwasser. Ja, ach, daher weht der Wind. Und jetzt erzählen Sie uns, wie viel säurehaltige Abwasser entstehen für eine Tonne seltene Erden, weil Sie ja eingehend gesagt haben, dass 1,5 Kilo seltene Erden in so einem Akku drin sind. Wie eingangs erwähnt, kommen keine seltenen Erden in einem Akku vor, wenn dann höchstens in einem permanent erregten Synchronmotor. Ganz gleich, ob dieser in einem Hybrid, in einer Windkraftanlage oder in einem Brennstoffzellenfahrzeug oder in einem Elektrofahrzeug eingebaut ist. Ein Brennstoffzellenfahrzeug, kurz zur Erklärung, ist nämlich auch nur ein Elektroauto. Der einzige Unterschied ist, dass die Energie zur Fortbewegung eben nicht ausschließlich in einem Akku gespeichert wird, sondern in einem Tank in Form von Wasserstoff. Dieser wiederum geht in die Brennstoffzelle, dort wird er zu Strom umgewandelt. Der speist wiederum einen Pufferakku. Ja, auch ein Brennstoffzellenfahrzeug hat einen Akku. Und von dort aus geht es dann eben auf die Räder. Kommen wir noch mal kurz zu dem Gewicht der seltenen Erden. Denn die Magnetgewichte in den Antriebssträngen für Hybrid-, Plug-in- und vollelektrischen Pkw liegen heute je nach Motorengröße zwischen rund 1 und 1,5 Kilo. Vielleicht meinten Sie das. Doch dazu sei gesagt, der Gewichtsanteil der seltenen Erden in den Magnetlegierungen liegt bei gut 30%, macht also nur noch 300 bis 450 Gramm aus. Das hat übrigens das Öko-Institut e.V. veröffentlicht. Link ist ebenso in der Videobeschreibung. Das ist nicht umweltfreundlich. Das ist nicht recycelbar. Das übrigens ist auch ein wichtiger Punkt. Die Produktion an synchronen Servomotoren mit Permanentmagneten erst in den letzten 10 bis 15 Jahren einen deutlichen Aufschwung genommen hat. Und die Servomotoren, die in Deutschland ausgemustert werden, häufig ins Ausland weiterverkauft werden, fallen bisher wenig Magnete für ein potenzielles Recycling an. Vereinzelt werden heute allerdings schon Magnete von Motorenherstellern oder Reparatur- und Recyclingbetrieben ausgebaut und gesammelt für ein zukünftiges Recycling. Tatsächlich ist es so, die sind halt sehr teuer und da lohnt sich ein Recycling schon. Für eine Einschätzung, ob ein Produkt umweltfreundlicher ist als ein anderes, muss man die gesamten Prozesse betrachten. Irgendwann fahren diese Autos ja nicht mehr. Wochenlang sah sich niemand imstande, das Wrack zu entsorgen. Das Auto ist jetzt 3 Jahre und 8 Monate alt und bis jetzt ist keiner fähig gewesen, eine Entsorgung für solche Autos zu installieren. Also kommt mir ein bisschen so vor wie damals bei der Atomkraft, tolle Technologie, aber keiner hat darüber nachgedacht, weder über das Risikopotenzial noch darüber, was macht man mit dem strahlenden Müll. Also dazu möchte ich Ihnen mal sagen, erstmal finde ich das
äußerst plakativ. Denn es gibt kein Wort von Ihnen dazu, was passiert ist. Kein Wort dazu, wie es aktuell um das Fahrzeug steht. Kein Wort dazu, ob es nun entsorgt wurde. Kein Wort dazu zu dem Ableben des Fahrzeugs oder warum es nach 3,5 Jahren nun entsorgt werden musste. Was passiert ist und dass es entsorgt wurde und woran die Entsorgung haperte, und zwar an fehlenden Genehmigungen, das könnt ihr in einem ganz kurzen Video von Otto Paschulke sehen. Dessen Video habe ich auch unten und auch in der Infocard verlinkt. Auch Ihnen, Frau Wagenknecht, rate ich, schauen Sie sich gerne dieses Video an. Die Frage ist, gäbe es andere Möglichkeiten? Da ist zum einen die Brennstoffzelle. Und ich dachte schon, die Kardinalsfrage kommt gar nicht mehr. Die Brennstoffzelle ist noch relativ teuer. Der Wirkungsgrad ist noch relativ gering, aber die Frage ist ja auch, das ist ja ein Ergebnis von Forschung. Frau Wagenknecht, Sie verdrängen dabei, dass Brennstoffzellenfahrzeuge auch Elektroautos sind. Ich habe es bereits erwähnt. Sie besitzen einen Lithium-Ionen-Akku als Pufferspeicher, Elektromotoren mit seltenen Erden, die gleichen seltenen Erden, wie sie auch innerhalb der Brennstoffzelle selber benötigt werden. Eine Brennstoffzelle, in der ebenso Kobalt zur Stabilisierung benötigt wird. Wissen Sie eigentlich, welche seltenen Erden und auch wie viel Kobalt zur Stabilisierung einer Brennstoffzelle enthalten sind? Ja, bei den Innenstädten haben wir gesehen, da sind kleine, leichte E-Autos eine Möglichkeit. Vor allem auch für die doch gehobene, urbane Mittelschicht, die sich sowas leisten kann. Also erstmal haben wir das nicht gesehen. Dass die Elektromobilität nur in den Städten Sinn macht, das behaupten Sie. Und außerdem möchte ich auch noch dazu sagen, ich bin Koch. Schauen Sie gerne mal nach, was ein Koch verdient. Ich zähle mich nicht zur gehobenen Mittelschicht. Wir leben zu dritt in einer Mietwohnung. Und da ich fahre ein Elektroauto, weil ich es mir nicht leisten kann, einen Verbrenner zu fahren. Und das meine ich finanziell als auch ethisch. Es gibt auch eine andere Variante, das sind die sogenannten E-Fuels, also Kraftstoffe, die mittels Strom erzeugt werden aus Wasser und Kohlendioxid. Ein Kraftstoff erzeugen aus reinem Wasser und unserem größten Problem Kohlendioxid. Das klingt ja erstmal verlockend. Nur leider muss für deren Produktion ein Vielfaches an Energie aufgewendet werden. Die sind um den Faktor 10 teurer. Aus einer Dokumentation des Bundestags von 2018 hat der Wissenschaftliche Dienst festgehalten, die Energieeffizienz von E-Fuels entlang der gesamten Bereitstellungskette ist im Fall von Verbrennungsmotoren 4 bis 6 Mal geringer. Und in Brennstoffzellenfahrzeugen etwa 2-mal geringer als in batterieelektrischen Fahrzeugen inklusive Netzintegration. Während Elektrofahrzeuge schon heute verfügbar sind und zum Klimaschutz beitragen können, gibt es bislang nur Pilotanlagen für die Produktion von E-Fuels. Selbst Hersteller von synthetischen Kraftstoffen gehen davon aus, dass die industrielle Produktion frühestens Mitte des nächsten Jahrzehnts starten kann. Um die 2030er Klimaziele zu erreichen, werden E-Fuels daher kaum einen Beitrag leisten. Sie sind eine reine Luftbuchung. An der Elektromobilität führt kein Weg vorbei, Frau Wagenknecht. Wenn individuelle Mobilität auch in Zukunft bezahlbar sein soll, wird sie elektrisch funktionieren müssen. Die E-Fuels zum Beispiel hätten einen großen Vorteil. Dafür braucht man Verbrennungsmotoren. Das heißt, das, was die deutsche Technologie bisher international führend gemacht hat und das, was natürlich mit fossilen Brennstoffen keine Zukunft haben wird, das könnte man diese führende Position halten mit einer umweltfreundlichen und klimaneutralen Technologie. Aber dafür muss man forschen, dafür muss Geld eingesetzt werden. Glauben Sie wirklich, irgendein anderes Land würde sich dann noch für unsere wartungsintensiven Verbrennungsmotoren interessieren, die auch noch mit einem Kraftstoff gefüttert werden müssten, der auch von uns kommt, während der Chinese einen Batteriedurchbruch nach dem nächsten feiert? Seine Technologie wartungsärmer, langlebiger, netzdienlich und am Ende sogar günstiger ist? Na, herzlichen Glückwunsch, Frau Wagenknecht. Dann haben Sie auch die letzten Arbeitsplätze in diesem Land geopfert. Aber da müsste man doch regeln, als Übergang, den Verbrauch der Verbrenner deutlich zu reduzieren, ihnen da Auflagen zu machen und die technologische Entwicklung dann weiterzuführen in Richtung E-Fuels oder anderer Technologien wie der Brennstoffzelle. Das wäre ein sinnvoller Einsatz. Das soll ein sinnvoller Einsatz des Geldes sein? Ich glaube nicht. Denn das wäre nur eine Aneinanderflechtung von Übergängen. Und wie auch in der Physik
hat man auch in der Wirtschaft immer Umwandlungsverluste. Dabei bleiben immer Menschen oder auch Geld auf der Strecke. Das kostet unheimlich viel. Das kostet Arbeitsplätze, das kostet Schulungen, das kostet Ressourcen. Und das bei Technologien, die weder Einsparung noch Verbesserungspotenzial mitbringen. Sie sagen selber, dass diese Technologien noch nicht so weit sind. Warum müssen sie denn, sie müssen noch entwickelt werden? Das heißt, niemand weiß, ob man irgendwann diesen großen Durchbruch erreichen wird. Aber wir sollen darauf setzen als Zukunft, obwohl wir parallel schon eine Technologie haben, von der wir ja gerade festgestellt haben, die gar nicht, die schon da ist und die gar nicht so schlimm ist, wie sie von Ihnen dargestellt wurde. Es bedeutet, E-Fuels, ein Energieeinsatz von 103 Kilowattstunden gegenüber 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bei den gleichen Problemen. Lithium, Kobalt, seltene Erden. Wir sehen uns jetzt erstmal, zumindest über dieses Format, eine ganze Weile nicht mehr, weil in der Sommerzeit werde ich die Wochenschau aussetzen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir das über die Sommerzeit ersparen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Unten in der Videobeschreibung sind alle meine Ausführungen auch nochmal als Links enthalten. Schaut es euch gerne an, lest es euch nach. Ich weiß nicht, Frau Wagenknecht, warum Sie so einen Käse verzapfen. Aber ich hoffe, da kommt eine Richtigstellung. Denn das ist egal, wie man zur Elektromobilität steht und ob man ein Fan ist oder nicht. Aber so einfach Lügen zu verbreiten, das ist nicht richtig. Das ist nicht ordentlich und es gehört sich nicht für jemand, der im Bundestag sitzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.